Holzverkleidungen an Wänden und Decken werden durch einen deckenden Anstrich noch schöner. Vor Beginn kontrollieren, dass alle benötigten Materialien und Geräte vorhanden sind. Leinölfarbe in Ihrem Wunschfarbton, gekochtes Leinöl, Balsamterpentin, Trockenmittel, Schellack, Farbwanne und Messbecher, leeres Gebinde zum Mischen, Rührstab, geeignete Pinsel, Leinöl-Spachtelmasse, Schleifklötze, Abstauber, Lappen zum Abwischen von Pinseln und Händen, Seife zum Reinigen der Pinsel und Hände. Lesen Sie vor Beginn der Arbeit die Arbeitsanleitung und sonstigen Empfehlungen in unserer Broschüre und auf der Homepage gut durch. Die Ergiebigkeit je Anstrich auf unbehandeltem Holz liegt bei 12 bis 20 Quadratmeter pro Liter Farbe. Die Trockenzeit beträgt bei normalen Voraussetzungen 2 bis 3 Tage. Die beste Verarbeitungstemperatur liegt bei ca. 15 bis 25 Grad. Für eine gute Belüftung im Arbeitsraum muss gesorgt werden. Hiermit beschleunigt sich auch das Trocknen der Farbe. Die Grundfarbe enthält Balsamterpentin. Beim Streichen von großen Flächen im Innenbereich ist es daher ratsam, eine Atemschutzmaske zu verwenden. Beim Anstrich von Holzverkleidungen mit Nut und Feder empfiehlt es sich, den ersten Anstrich vor dem Anbringen der Bretter auszuführen. Ansonsten können beim Trocknen der Bretter Farbränder entstehen. Als Endresultat wird eine deckende, seidenglänzende Oberfläche angestrebt. Hierfür werden 3 Anstriche aufgebracht. Zunächst müssen Staub und lose Farbschichten von den Brettern abgebürstet werden. Gehobeltes Holz erfordert zusätzliche Grundarbeiten. Astlöcher müssen mit Schellack isoliert werden. Das verhindert, dass Harz durch den Anstrich dringt und diesen verfärbt. Der Schellack wird in ein praktisches Schellackset umgefüllt. Das erleichtert die Arbeit. Alle Astlöcher werden mit Schellack überstrichen. Dabei spielt es keine Rolle, wenn etwas Schellack über die Astlochkante hinaus gelangt. Nach ca. 20 Minuten wird ein zweites Mal mit Schellack überstrichen. Das Gebinde wird mit einem Spachtel geöffnet. Der Deckel wird so nicht beschädigt und es ist leichter, das Gebinde wieder luftig zu verschließen. Für eine schnellere Trocknung beim Innenanstrich setzt man der Farbe zusätzlich 1% Trockenmittel zu. Die Farbe muss vor Gebrauch gründlich aufgerührt werden. Der Rührstab wird mit einem Pinsel abgewischt. Wir mischen eine Grundfarbe, die zu 85% aus Leinölfarbe und zu 15% aus Balsamterpentin besteht. Dazu einen Behälter innen mit diesen Proportionen anzeichnen. Die Farbe bis zum ersten Strich eingießen und dann Balsamterpentin bis zum obersten Strich nachfüllen. Das Gemisch in ein Gebinde umfüllen und gut aufrühren, bis es homogen ist. Den Deckel andrücken und das Gefäß beschriften. Damit weiß man später besser, was im Farbvorrat steht. Ist die Farbe einige Zeit nicht gebraucht worden, empfiehlt es sich, sie wieder gut aufzurühren. Die Bretter werden gestapelt, um die Kanten zu streichen. Für einen gleichmäßigen Anstrich sollte der Pinsel nicht zu tief in die Farbe getaucht werden. Wir verwenden einen ovalen Flächenstreicher, um alle Ecken und Winkel der Verkleidung zu erreichen. Die Farbe mit langen Pinselstrichen gut in den Untergrund einarbeiten. Der Pinsel wird in einen Behälter mit rohem Leinöl gestellt, damit er bis zur nächsten Verwendung nicht austrocknet. Nach dem Montieren der Verkleidung werden die Schrauben und Nagellöcher sowie andere Unebenheiten mit Spachtelmasse gekittet. Alle Unebenheiten werden nach vollständiger Trocknung der Flächen abgeschliffen. In der Regel kann dies nach 24 Stunden geschehen. Alle Flächen werden gut abgebürstet. Für den zweiten Anstrich verwenden wir unverdünnte Farbe. Die Farbe wird wiederum gründlich aufgerührt. Die Farbe mit zügigen Pinselstrichen gut einarbeiten und abschließend mit langen Strichen durchziehen. So streichen wir nacheinander Brett für Brett. Wenn die Farbe nach ca. 2 Tagen vollständig trocken ist, wird der Untergrund erneut geschliffen. Der Schleifstaub wird vor dem nächsten Anstrich gut abgebürstet. Die Farbe wird vor dem Anstrich erneut gut aufgerührt. Der Endanstrich erfolgt wie der vorhergehende Zwischenanstrich. Die Farbe wird dünn und gleichmäßig mit zügigen Pinselstrichen verteilt. Wir fangen mit dem Nutteil an und beenden jedes Brett mit langen, ausgleichenden Pinselstrichen. Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, müssen verschmutzte Lappen vor der Entsorgung unbedingt mit Wasser nass gemacht werden. Die Pinsel werden mit Wasser und Seife gereinigt. Ein gebrauchter, gut gepflegter Pinsel von hoher Qualität ist häufig besser als ein neuer Pinsel. Wenn man weiß, dass man einige Tage später mit der gleichen Farbe wieder streichen muss, kann der Pinsel in einem Behälter mit rohem Leinöl aufbewahrt werden. Der Anstrich mit Leinölfarbe ergibt eine auf viele Jahre hin haltbare und schöne Oberfläche.